schläft Herr X. Es ist Montagmorgen. Herr X ist Architekt und Familienvater. Im Moment jedoch Strohwitwer. Wir wollen Herrn X eine Woche lang begleiten. Warum? Nun, weil er ein ganz normaler Mensch ist. Denn wie er kommen wir alle ständig mit den Leistungen eines Unternehmens in Berührung, ohne es zu wissen. Mit den Leistungen von Schenk. Die erste, nein, die zweite Geste, der Griff zum Lichtschalter bringt uns zur Prüftechnik von Schenk. Licht, Elektrizität wird durch Maschinen erzeugt. Rotierende Teile dieser Maschinen erzeugen oft störende Schwingungen. Durch Messen und Beseitigen dieser Schwingungen werden Produktionsausfälle verhindert. So werden an Kraftwerksturbinen die relativen Wellenschwingungen, Verlagerungen, Drehzahl und Temperatur von Maschinenüberwachungsanlagen von Schenk ständig kontrolliert. Typisch Montag. Damit zum Beispiel nicht plötzlich dicke Luft im Büro entsteht, werden an den Antriebsmotoren der Klimaanlagen Schwingungsmessungen und Frequenzanalysen mit transportablen Messgeräten durchgeführt. In welcher Form mechanische Schwingungen auch immer auftreten, Schenk liefert Geräte und Anlagen zum Messen, Analysieren und Überwachen. Wir machen einen Sprung zum nächsten Tag, zum Dienstag. Wäre Herr X ein Mann, der keinen Strom und kein modernes Transportmittel braucht, als Architekt kommt er an den Leistungen der Schenk-Prüfeinrichtungen nicht vorbei. Neue Materialien und Bauteile müssen auf ihre Festigkeit geprüft werden. Gerade in der Bauindustrie, die ja Herrn X ureigenster Bereich ist, werden zur Prüfung der Festigkeit und Stabilität von kompletten Bauteilen zum Beispiel servohydraulische Prüfsysteme eingesetzt. Denn was würde Herrn X, der schönste Bauplan, helfen, wenn sein Haus nicht Wind, Schnee und Verkehrslasten standhielte? Schenk und die Tochtergesellschaft Schenk Trebel bieten das breiteste Programm für Materialprüfung auf der Welt. Das reicht von der Prüfung der Elastizität von Tennisrackets, der Stabilität von Kunststoffflaschen, über die weltgrößte Zugprüfmaschine mit einer Höchstkraft von 100 Meganewton, die zur Prüfung von Kraftwerksbauteilen eingesetzt wird, bis hin zum rechnergesteuerten Fahrzeugprüfstand. Fahrzeuge werden bei ihren Fahrten auf Wegen und Straßen und im Gelände unregelmäßigen Belastungen ausgesetzt. Hydraulische Prüfstände simulieren den Fahrbetrieb. Auf einer Baustelle ist es einfach selbstverständlich, dass die Lastwagen jede Tortur aushalten. Die Kraftfahrzeuge wären aber nicht so sicher und robust, nicht so wirtschaftlich, nicht so komfortabel, wären sie nicht durch Schenkmaschinen und Anlagen geprüft. Auf diese Weise werden Bauteile und ganze Fahrzeuge untersucht. Wie könnte Herr X seine Bauvorhaben durchführen, hätte er nicht einen PKW, auf den er sich verlassen kann? Jeder PKW muss mal zum TÜV. Und jeder Autofahrer kennt die Schenk-Bremsprüfstände bei den technischen Überwachungsvereinen und den Werkstätten. Aber schon vorher, bei der Entwicklung und Fertigung, werden Kraftfahrzeuge und ihre Komponenten harten Prüfungen unterzogen. Wie zum Beispiel Motoren auf diesem Schenk-Prüfstand, die es für Getriebe natürlich auch gibt. Fahrzeuge in prüfstandgebundenen Dauertests, um Haltbarkeit, Kraftstoffverbrauch und Gesamtzuverlässigkeit zu ermitteln. Bremsen oder Reifen bei Höchstgeschwindigkeiten, um große Sicherheit zu gewährleisten. Autos gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Abgasprüfprogrammen, um höchstmögliche Umweltfreundlichkeit zu garantieren. Am Mittwoch in aller Herrgottsfrühe muss Herr X zum Flughafen. Eine Geschäftsreise, morgens hin und abends zurück. Und da er nicht gerne auf den letzten Drücker tankt, erledigt er das gleich morgens.
Die Benzinversorgung erfordert ein reibungsloses Konzept zur Belieferung der Tankstellen. Schenk entwickelte Straßenfahrzeugwagen für Raffinerien, die dieses Konzept unterstützen. Mit einem Wägeprotokoll für die genaue Abrechnung und als Gewichtskontrolle für die Fahrsicherheit. Als Architekt interessiert sich Herr X weniger für Aerodynamik. Oder hätten Sie gewusst, dass das Messen des Luftwiderstandes von Flugzeugen, wie Autos übrigens auch, durch Wägen geschieht? Unter dem Flugzeug, im Windkanal, befindet sich eine Schenk-Windkanalwaage. Mit einer Auflösung des Messsignals von einem Millionstel der Höchstlast werden die Kräfte und Momente an luftumströmten Flugzeugteilen und Modellen ermittelt. Schenkwagen erfassen auch überall dort das Gewicht und dosieren, wo Güter umgeschlagen und Stoffe zusammengeführt werden. Ganze Produktionsabläufe, wie zum Beispiel hier der Bunkeraustrag von Schüttgütern, werden durch Wäge- und Dosiersysteme gesteuert. Viele Gegenstände in Haushalt und Industrie werden aus Granulaten geformt und gepresst. Eines haben sie alle gemeinsam: gleichbleibende Qualität und Lebensdauer, zu denen kontinuierlich und genau arbeitende Schenk-Dosiersysteme beitragen. Oder zum Beispiel in einem Zementwerk wird Kohlestaub über druckstoßfeste Simplex-Dosierwagen genau dosiert den Drehrohröfen zugeführt. Diese Alternative zum Öl senkt die Energiekosten erheblich und schafft eine größere Unabhängigkeit bei der Energieversorgung. Donnerstag. Noch eine kleine private Erledigung macht Herr X. Er schickt seiner Mutter nach Weilheim ein Paket bester Tulpenzwiebeln. Im Augenblick sehen wir Herrn X nicht, aber es wird für ihn gearbeitet. Sein Paket Tulpenzwiebeln ist unterwegs. Schenk-Transportsysteme haben die Aufgabe, Güter zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen. Sie laufen schnell und störungsfrei, wie hier im von Schenk geplanten und gebauten Cargo-Center des Flughafens Frankfurt. Nicht nur bei Herrn X-Paket. Auch größere Stückgüter werden zwischengelagert und transportiert. So kann sich zum Beispiel ein Oldtimer-Liebhaber seinen MG per Luftfracht in den Urlaub nachschicken lassen. Denn die gigantischen Anlagen behandeln selbst größte Brocken so sensibel, als wären es rohe Eier. Jeder Befehl wird minutiös ausgeführt. Wer ein Auto zielgenau durch den modernen Dschungel eines Großflughafens schleusen kann, beherrscht natürlich auch die Fördertechnik in der Automobilindustrie. Mechanisierung und Automatisierung schaffen die entscheidenden Voraussetzungen für wettbewerbsfähige Produkte. Schenk hilft dem Automobilhersteller durch die richtigen Fördermittel, flexibler und kostengünstiger höhere Kapazitäten zu erbringen, also seinen Wettbewerbsvorsprung zu sichern. Ein neuer Tag, der Freitag. Herr X genießt seinen Frühstückstee und selbst hier ist Schenk im Hintergrund natürlich tätig. Schenk Schwingfördertechnik wird zur Kühlung von Instant-Produkten eingesetzt. Schwingfließbetttrockner und Kühler verarbeiten bis zu 3 Tonnen Instant-Produkte pro Stunde. Mittagspause im Büro. Schnell wäscht sich Herr X noch die Hände. Der Wasserhahn, den Herr X hier aufdreht, ist ein Erzeugnis einer Gießerei, der Schenk hilft, durch den Einsatz der Schwingtrommel Guss schonend vom Sand zu trennen. Die Schwingfördertechnik dient auch der wirtschaftlichen Aufbereitung in der Grundstoffindustrie, zum Beispiel bei Kohle und Stahl. Ein extrem anderer Bereich, die Nahrungsmittelindustrie. Die Pommes frites, die Herr X auf dem Teller hat, sind zumeist ein Erzeugnis dieser Unternehmen. Dort übernehmen Schwingmaschinen das Sortieren und Transportieren von Pommes frites. Während des Transportes werden sie mit Wasser besprüht, um die anhaftende Stärke abzuwaschen. Bereits 1920 erfanden die Schenk-Ingenieure das Mikrowurfprinzip
und entwickelten daraus eine Technik, die gleichzeitiges Fördern und Sieben, aber auch andere verfahrenstechnische Prozesse wie Verdichten, Entwässern, Aufheizen, Trocknen und Kühlen erlaubt. Sonnabend ist für den Strohwitwer X Hausfrauentag. Da geht alles ein bisschen durcheinander. Einkaufen, möglichst wenig vergessen. Schon wieder eine Woche rum. Kalenderblatt abreißen, Angelzeug herrichten, sich über das Wetter informieren für den nächsten Angelausflug, na und so weiter und so weiter. Umweltfreund Herr X nimmt schnell die Straßenbahn, um sich kulinarisch zu versorgen. Der Elektromotor der Straßenbahn, die ihn ins nächste Einkaufszentrum bringt, ist mit Maschinen von Schenk ausgewuchtet. Denn überall, wo Teile drehen, werden Unwuchten gemessen und ausgeglichen. Immer höhere Drehzahlen verlangen exaktestes Auswuchten. Beispielsweise dieser leichte Rotor einer Zahnbohrmaschine. Er wiegt nur etwa 1 Gramm und dreht sich mit 120.000 Umdrehungen pro Minute. Perfektion bei winzigen Objekten wie bei gigantischen. Die Rotorgewichte dieser gewaltigen Turbinen liegen bei 230.000 Kilogramm. Herr X begnügt sich mit etwas weniger. Er kann sich auf die Wettervorhersage im Fernsehen, na, sagen wir mal meistens, verlassen. Die Daten kommen unter anderem bekanntlich von den Wettersatelliten. Ihre stabile Fluglage erhalten Sie auf Schenk-Auswuchtmaschinen. Und ob Sie Beton oder die Befestigung für eine Angelrute bohren, die Elektromotoren der Bohrer müssen ausgewuchtet sein. Alle 6 Sekunden wird auf dieser Rundtransfermaschine ein Elektroanker auf kleinste Unwuchttoleranz ausgewuchtet. Auswuchten. Den Begriff kennt jeder, der Auto fährt. Aber wer denkt schon daran, dass selbst neue Räder in großen Serien ausgewuchtet werden müssen? Zum Beispiel bei den Automobilherstellern. Diese Schenktransferanlage dient gleichzeitig zum automatischen Aufziehen der Reifen auf die Felgen, Luftfüllen, Messen von Höhen und Seitenschlag, dem Auswuchten der kompletten Autoräder, um diese für die Montage bereitzustellen. Am Sonntag hat der X den einzigen unumstößlichen Termin der Woche. Frühshoppen mit seinen Stammtischfreunden. Aus seiner Berufserfahrung empfahl Herr X dem Wirt für die neue Zwischenwand Spanplatten, die mit Schenkmaschinen hergestellt wurden. Die Spanplatten werden in vielen Bereichen, unter anderem in der Möbel- und Bauindustrie, eingesetzt. Schenk-Spanplattenanlagen haben entscheidend dazu beigetragen, dass die rohstoffschonende Spanplatte ihre heutige Bedeutung erlangt hat. Die Schenkanlagen bieten das komplette Herstellungsverfahren aus einem Guss. Aufbereitungs- und Dosiersysteme, Wäge- und Fördereinrichtungen und elektronische Steuerungen. Und wir verlassen jetzt Herrn X, den wir eine Woche begleiteten und der uns an eine Auswahl der Produkte und Leistungen heranführte, die Schenk anbietet. Schenk ist in Darmstadt zu Hause. Das ist eine Großstadt zwischen Frankfurt und Heidelberg am Fuße des Odenwaldes. Darmstadt hat ein sehr schönes altes Renaissance-Rathaus, eine russisch-orthodoxe Kapelle, ein Schloss und natürlich Schenk. Gegründet wurde das Unternehmen vor über 100 Jahren. Das Hauptgebäude, früh am Morgen, wenn die ersten der über 4000 Mitarbeiter kommen. Die letzten kommen natürlich auch, nur ein bisschen schneller. Schenk legt bei seinen Mitarbeitern auf einen hohen fachlichen Ausbildungsstandard Wert. Die vielfachen, anspruchsvollen Aufgaben ermöglichen aber auch gute berufliche Entwicklungschancen. Es ist ein Teil der Unternehmensphilosophie, alle wichtigen Teile, mechanische wie elektronische, selbst herzustellen. Hierdurch wird die hohe Qualität erreicht.
Die neuesten Erkenntnisse und Forderungen moderner Technik, mehr als ein Jahrhundert Erfahrung, bilden die Grundlage für den hohen technischen Stand der Entwicklung und das überlegene Know-how. Dazu gehört aber auch der ständige Dialog mit den Kunden. So umfasst das Leistungsangebot von Schenck Beratung, Kundenschulung und Service. Darüber hinaus bietet Schenck Engineering, die Planung von Anlagen. Komplett oder in Phasen, genau nach dem individuellen Bedarf. Die führende Marktposition von Schenck in weiten Bereichen des Leistungsprogramms ist ein Beweis für das international anerkannte Know-how und die hochwertige Technologie. Schenck genießt das Vertrauen von Kunden in 118 Ländern. So weltweit wie die Schenck-Produkte präsent sind, so international ist das Unternehmen vertreten, mit Beteiligungen, Tochterfirmen und Niederlassungen. Schenck sorgt dafür, dass viele Abläufe im Leben des 20. Jahrhunderts störungsfrei funktionieren. Und dass das im 21. so bleibt.